Thomas Anders und Sandra. Wir haben zu danken. Sandra und Thomas Anders. Ja? Gut seht ihr beiden nebeneinander aus. Ich muss sagen, sie steht dir besser als Dieter. Ja, da sagst du was Richtiges. Was sagst du dazu? Übrigens steht hier wirklich ein millionenschweres Team. Man muss das mal sagen. Beide zusammen haben 170 Millionen verkaufte Tonträger weltweit zu verzeichnen. Menge Holz. Das haben wir natürlich den Zupfenfunk zu verdanken. Unbedingt, ja, ja. Absolut. So, jetzt gibt's das neue Album, ihr beide mit diesem wunderbaren Song da drauf. War das jetzt möglicherweise eine einmalige Aktion oder gewöhnt ihr euch gerade dran? Das war eine spontane Idee, wir sind sehr gut befreundet, auch privat. Und das hat sich ausgezahlt, denn für mich ist er die männliche Stimme der 80er Jahre. Mhm. Ich war die weibliche, ich mochte seine Stimme schon immer. Und da habe ich gesagt, das wäre doch ganz gut. Und ja. Da habe ich ihn spontan darauf angesprochen. Das war eine gute Idee. Machen. Ja, wir finden, das war eine sehr gute Idee. Und was die Zukunft sagt, da schauen wir weiter. Aber das sieht gut aus. Oder? Erstmal wünschen wir für diesen Song alles Dankeschön. Gute, überhaupt alles Gute, viel Glück, Erfolg, privat und überhaupt. Und es war schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Sandra und Thomas Anders.